Kommt. Und Action. Also wir drehen, wir machen einen Tour. Wir drehen hier gerade in Vier Spur der Täter, einen spannenden Fall, der 1990 hier an dieser Stelle in der Nähe von Spremberg passiert ist. Ein Mordfall. Es gab drei Tote. Und während wir hier drehen, beobachte ich so, dass die Autofahrer Tatsache ganz gehörig auf die Bremse gehen, weil die vermuten, das ist die Polizei mit der Laserpistole mal wieder dabei, Knöllchen zu verteilen, Geld einzutreiben. Übrigens, wenn Sie mal einen Bußgeldbescheid bekommen und das Gefühl haben, das kann gar nicht sein, ich war nicht so schnell, da muss was nicht stimmen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir arbeiten zusammen mit dem größten Blitzerportal, was es gibt in Deutschland, nämlich mit geblitz.de. Da haben Sie auf jeden Fall eine Chance, Ihren Bußgeldbescheid überprüfen zu lassen und vielleicht sogar um eine Zahlung oder um ein Fahrverbot drumherum zu kommen. Dies mein Tipp. Weiter geht's mit dem Mordfall. So, hier sind wir drüben.